Moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Es ist Freitag, das Wetter ist gut, aber trotzdem geht es hier in erster Linie um Brettspiele. Man kann natürlich auch auf der Terrasse spielen, aber ihr seid hier, um das hoffentlich aktuellste aus der Welt der Brettspiele mitzubekommen. Und da haben wir uns auch nicht lumpen lassen und eine Menge gesucht, die ganze Woche über wieder, ich hoffe, ein echt gutes Journal, randvoll auf jeden Fall zusammengestellt. Es ist nicht ganz so viel wie in der letzten Woche. Aber wir kommen nahe dran, haben auch für nächste Woche schon mal wieder was in petto. Von daher, es wird nicht langweilig. In den Firmen scheint es auch irgendwie nicht so richtig zur Ruhe zu kommen. Ist auch gut so. Und dementsprechend haben wir hier eine Menge zu berichten. Ja, in eigener Sache. Eine Sache vorweg. Und zwar ist ja vor kurzem unser Podcast erschienen. Der dritte jetzt mit dem Thema Wissenschaft in Brettspielen. Fand ich eine sehr schöne Sache. Es war wieder mit Gunnar und Michael. Hallo und vielen Dank an dieser Stelle. Der vierte schon in Planung. Es war nur eine technische Sache, und zwar wurde dieser Podcast, als wir ihn dann hochgeladen haben, als Ellie ihn hochgeladen hat, nicht sofort angezeigt, dauerhaft. Mal wurde er angezeigt, mal nicht. Wir haben vom Smartphone geguckt, wir haben vom PC ausgeguckt, vom Tablet. Es war mal da, mal nicht. Keine Ahnung, was da los war. Nur, falls ihn jemand verpasst hat, der jetzt darauf wartet, dass wir endlich mal wieder einen Podcast machen, es war einer da. Den Link findet ihr auf jeden Fall hier unten. So, jetzt mit den anderen Meldungen. Kurz nachdem unser Journal, das Osterjournal, fertig war und hochgeladen, kam vom Schwerkraftverlag eine Meldung, dass sie Oceans machen. Und zwar jetzt in Zukunft eine Kooperation haben mit North Star Games. North Star Games kennt man wiederum von der Evolution-Reihe. Und in diese Evolution-Reihe gehört eben auch Oceans. Und wir bringen eben eine Spezies, erwecken die zum Leben und bringen sie durch die wilde Zeit der Evolution sozusagen. Und das Ganze läuft von so einem sich immer ändernden, von Spiel zu Spiel ändernden Ozean im Hintergrund ab, der von Szenarien bestimmt wird. Und wir müssen uns eben immer wieder anpassen, das Ganze immer besser machen. Das lief jetzt ein sehr erfolgreicher Kickstarter zu dem Spiel. Und wie gesagt, es wird eine deutsche Version dieses Spieles dann über Schwerkraft geben. Freuen wir uns. Wir haben ja angekündigt, dass es ein Remake oder eine Neuauflage geben wird von 1824 über Lonnie Games und eben ein 18XX Eisenbahnspiel natürlich, und zwar angesiedelt in Österreich-Ungarn. Wir sind im Jahr 1824, entwickeln dort die Eisenbahn, und ja, alles Weitere seht ihr dann im Kickstarter, da könnt ihr eine Menge sehen, und Bilder gibt es auf jeden Fall hier. Merchant's Cove ist der nächste Titel, den Final Frontier Games angekündigt hat. Final Frontier Games kennen wir von Rise to Nobility oder jetzt auch Robin Hood and the Merry Men zum Beispiel. Das sind so die beiden Spiele, die auf jeden Fall schon erschienen sind. Und der nächste, ich denke mal, wahrscheinlich wieder über Kickstarter, Titel wird dann Merchant's Cove sein, den man dann backen kann. Und Merchant's Cove ist ein, wird gesagt, völlig asymmetrisches Spiel, angesiedelt in so einer Fantasy-Stadt, wo jeder so ein Produkt Zenten oder Händler übernimmt. Man schlüpft also praktisch in die Rolle dieses jeweiligen Herren oder dieser jeweiligen Dame, die unterschiedlichen Professionen nachgehen und die dementsprechend mit einem komplett unterschiedlichen Satz Mechaniken ausgestattet sind, unterschiedliche Ressourcen produzieren, unterschiedliche Regeln haben, nach denen sie arbeiten. Aber das Ganze soll sich dann eben so im Handelsbereich alles finden, denn jeder hat eine unterschiedliche Nachfrage nach Ressourcen. Klingt auf jeden Fall erstmal hochinteressant. Schauen wir mal, was das wird. Demnächst bei Compass Games wird es geben Crusade and Revolution, und das ist ein Spiel, da werden auf jeden Fall die CDG, also die Card-Driven Game Fans aufhorchen, und es ist ein Card-Driven Game. Es nimmt die klassischen CDG-Elemente, die man kennt aus Path of Glory, aber auch eben von bekannteren Titeln am Rande, wie zum Beispiel Twilight Struggle, aber eben, wir haben hier Einheiten, Bewegungen, wie eben bei einem klassischen Wargame, allerdings mit Point-to-Point und angesiedelt zur Zeit des spanischen Bürgerkrieges, 1936 bis 1939. Dann ein kurzer Hinweis, Crumwise ist ja ein Spiel, das schon einige Zeit bei Alban Villard erschienen und erhältlich ist, und es gibt ja auch fleißig immer wieder Erweiterungen jedes Jahr zu diesem Spiel, und das Ganze jetzt lokalisiert über die Spieleschmiede. Das ist auch schon geschmiedet vom Betrag her, also könnt ihr da demnächst euch freuen über das Ganze nochmal auf Deutsch. Es ist ein Spiel, das eben den öffentlichen Personennahverkehr, wie man so schön sagt, der Stadt Small City behandelt. Barock ist ein Spiel von Aleph Game Studios, die vor kurzem 1883 veröffentlicht haben. Und hier keine Eisenbahn, wir gehen nämlich noch weiter zurück in der Geschichte, circa so 1650, ganz kurz nach dem Ende des 30-jährigen Krieges. Und lose basierend eben auf der korrekten Historie, wie der Verlag selber schreibt, wie das genau dann umgesetzt wird, weiß ich nicht, übernimmt eben jeder Spieler so ein deutsches Fürstentum und versucht das eben zu
zum Ruhm zu bringen. Wir sind hier in diesem klassischen Flickenteppich unterwegs und müssen ja mit Hilfe von klassischem Area Movement, Mehrheiten wahrscheinlich kämpfen. Ich habe jetzt die Regeln noch nicht ganz genau gelesen. Und aber auch Auktionsmechanismen. Das Ganze klingt relativ oldschool. Ja, müssen wir eben an die Spitze kommen. Diese Woche live gegangen und auch schon durch die Decke ist Bloodborne von Simon. Und zwar nicht das Bloodborne-Kartenspiel, das es ja schon einige Zeit gibt, auch bei Simon, sondern Bloodborne, das Brettspiel. Und wie ihr hinten seht, also wer die Lizenz kennt oder wer das Konsolenspiel kennt, der weiß, was ihn da erwartet. Wir haben hier wirklich schicke Minis. Das Ganze ist so ein bisschen so im Horror-Bereich angesiedelt und ja, haben eben verschiedene Gegner, die wir erkunden müssen auf dem Spielbrett, haben so eine sich entwickelnde Kampagne und einen Kampf, der über Karten gesteuert wird. Dann haben wir nochmal Simon, nämlich die nächste Ankündigung noch nicht zu haben. Ich weiß noch nicht, ob es über Kickstarter läuft. Ist ja immer mal so, dass bei Simon so die mittelgroßen oder kleineren Spiele eben nicht über den Kickstarter laufen. Und hier God of War, The Card Game. Und God of War, da haben wir die nächste Lizenz eines Videospieltitels, nämlich eben God of War. Wir spielen hier die Norse, die versuchen krampfhaft eben das Ragnarök oder den Ragnarök abzuwenden. Das Ganze ist ein kooperatives Kartenspiel. Und es gibt ein Wiedersehen mit den Endgegnern, Bossen und was dann da so alles im Videospiel begegnet ist. Auch von der Anachrony-Erweiterung haben wir bereits berichtet. Auch hier der kurze Hinweis, das Ganze ist jetzt per Kickstarter backbar sozusagen. Und wer da Interesse hat, der guckt sich unten den Link an. Ja, dann zu einem Spiel von Atypia Games ursprünglich, das mir bisher auch noch nichts gesagt hat, nämlich Briefcase. Und das Ganze ist schon vor ein paar Jahren erschienen und jetzt wird's aber da oder gibt es bereits eine eingedeutschte Version vom Verlag TA Games. Nie gehört, bin da sehr gespannt. Es ist ein Kartenspiel, Kartenwirtschaftsspiel, bei dem es eben darum geht, so ein Firmennetz aufzubauen. Man braucht so ein großes Konstrukt aus verschiedenen Firmen, die zusammenhängen und die dann auch jeweils die eine für die andere arbeitet. Und muss natürlich dann also möglichst gewinnbringend, erfolgreich arbeiten, indem man dieses Netz aktiviert. Man muss also gucken, wie das Ganze denn am besten für einen arbeitet. Man hat so ein Entscheidungsdeck, wird gesagt, dass man sich zusammenstellt im Laufe des Spieles. Und mit diesem Entscheidungsdeck wird dann eben so diese Produktion und diese ganzen Erträge hergeleitet. Klingt auf jeden Fall interessant. Ein neuer Titel in GMTs P500 ist The Barracks Emperor. Und es ist ein Kartenspiel, es ist sogar ein Stichspiel. Und da muss ich ja halt mal sagen, Stichspiele sind überhaupt gar nichts für mich. Ich werde hier trotzdem mal einen Blick werfen, denn es spielt zum einen in der römischen Antike. Das allein reicht noch nicht. Es sind aber die Autoren von Time of Crisis. Aber spielerisch, wie gesagt, geht es hier in eine ganz andere Ecke. Es soll aber einen Stichspielmechanismus haben, der so relativ neu, innovativ, wie auch immer ist. Schauen wir mal, sobald man da mehr weiß. Aber noch weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Pearl Games. Über das Spiel haben wir tatsächlich noch nicht berichtet. Und es muss jetzt doch immer rein. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr. Black Angel. Black Angel von einem Autoren, Triumvirat muss man also sagen, auf deren Kappe Spiele gehen wie Tournai, Troyes, Carson City. Also wirklich große, klangvolle Euro-Namen, alle so ein bisschen im komplexeren Bereich angesiedelt. Und ich hoffe oder ich denke auch, dass Black Angel so ein bisschen in die Richtung geht, so von den Spielen, die man von früher kennt, eben von Pearl, wie Troyes, wie Brüssel. Da sind ja wirklich heavy Euros erschienen, auch richtig gute Sachen. Und in den letzten Jahren wurde es immer so ein bisschen seichter und jetzt hoffe ich, ich persönlich ganz einfach, dass das mal wieder so eine Kante wird, auf jeden Fall das Spiel. Es ist ein Sci-Fi-Spiel, das sieht man ganz unschwer, es hat Grafik von Ian O'Toole, auch das gut zu erkennen und wir spielen eine KI, die auf dem Weg von der alten Erde auf eine neue sozusagen, so grob kann man das umreißen, die Ressourcenproduktion kontrolliert und dementsprechend im Grunde auch irgendwann beauftragt werden soll, die dort angesiedelten Menschen zu kontrollieren. Komplett umsonst bei BoardGameGeek runterzuladen ist The Honor of the Queen. Das ist ein kleines Spiel, das man aber vielleicht sogar leicht so in diesen taktischen Wargame-Bereich stecken kann. Es gibt dort, auf jeden Fall, wir sind hier im Mittelalter, aber allerdings so in der Sagenwelt, König Artus. Allerdings spielen wir Lancelot und Lancelot ist angeklagt, Techtelmechtel zu haben mit der Königin. Und diese Königin verliert dadurch natürlich ihren Ruf und Lancelot seinen Stand. Lancelot kann sich jetzt frei machen von dieser ganzen Sache. Und auch die gleichzeitig die Ehre der Königin wieder herstellen, indem er 4 ehrbare Ritter im Kampf besiegt. 14 ehrbare Ritter, die sich ihm im Kampf stellen. Er darf aber nicht mehr als 8 Kämpfe verlieren. Dann mit jedem Kampf, den er verliert, verliert seine Königin Ehre und er auch seine Virtues. Und mit jedem Kampf, den er gewinnt, geht das Ganze wieder hoch. Klingt gut. Es gibt auch für alle, die sich runterladen werden und das Ganze auch spielen, einen Feedbackbogen auf der Seite, wo der Autor dann um Feedback bittet. Zum Spiel selber. Ist ja eigentlich immer eine ganz faire Sache, wenn man da ein bisschen eine Rückmeldung gibt.
Paradise Lost. Keine Band in diesem Fall, sondern ein Kickstarter für ein Fantasy-Deduktionsspiel, angesiedelt in der Welt der Water Witch. Und diese Water Witch hat ja die Spieler korrumpiert, kann man vielleicht sagen, denn diese Spieler sind gleichzeitig bekannte Sagenwesen, wie, ich lese mal zum Beispiel so ein paar Beispiele hier vor, Alice, Aladdin, Beowulf oder auch Red Riding Hood, also Rotkäppchen. Und die sind alle unterwegs in dieser Welt der Water Witch, verkörpert natürlich durch die Spieler, diese Charaktere. Und ihnen entgegengestellt wird einer der Erzfeinde dieser Charaktere. Also der große böse Wolf oder bei Aladdin, na? Oder die Herzdame oder Herzkönigin, je nachdem, was da so kommt. Aber wer da nun kommt, das kann man nur rausfinden, indem man die Welt der Water Witch bereist und dort verschiedene Hinweise bekommt. Da wird man auch erfahren dann, mit welcher Waffe das Ganze denn vonstatten gehen kann, welcher Waffe denn dieser Erzfeind besiegt werden kann, wenn man denn weiß, welcher Erzfeind es ist. Also wie gesagt, Deduktion, bisschen Abenteuermodus und eine schöne Optik. So, jetzt mal ein absoluter Wargame-Underdog hier. Und zwar zum einen sowohl, was den Vertrieb angeht, denn ich habe zurzeit wirklich keinen Hinweis, außer über GMT, wie man dieses Spiel bekommen könnte. Das ist ein chinesisches Produkt. Und auch vom Setting her ist es wirklich sehr obskur, denn wir gehen in die Zeit der Tapeng Rebellion und das ist 1852 bis 1865. Und war wohl einer der blutigsten oder der blutigste Konflikt in der chinesischen Geschichte mit 20 Millionen Opfern. Das ist wirklich auch eine unbeschreiblich hohe Zahl, muss man sagen. Und das ist ja wirklich so, rangiert ja in Zweite Weltkriegskategorien. Also wundert dann, dass man es doch nicht so viel davon weiß eigentlich. Ich zumindest. Auf jeden Fall haben wir hier ein Wargame, das relativ klassisch aussieht, eine relativ schöne Map hat auf jeden Fall. Und laut GMT Newsletter liegen da auch englische Regeln bei. Ja, keine Angst, auf jeden Fall. Wer da Interesse hat, der Autor ist mit Richard Burke zumindest kein Underdog. Allerdings schauen wir mal, wie man da rankommt an das Spiel. Dann sind wir fertig mit dem Journal für diese Woche. Es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wie immer, dass ich wirklich hoffe, dass ihr euch gut informiert fühlt und jetzt ins Wochenende startet. Lasst euch nicht von der Sonne aufhalten, spielt was Schönes. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle besten Dank fürs Zugucken. Lasst gerne noch einen Daumen da, lasst gerne noch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.